Töte 1000 Wächter von wegen. Offenbar, hab alles entdeckt. Cool. Aber da oben ist ja immer noch der Katalysator. So, mit meinen anderen Schergen muss ich jetzt schnell die da umbringen. Danach kümmere ich mich noch um euch. Hoppla. Egal. Gut, jetzt habe ich echt alle versklavt. Jetzt. Was zur Hölle? Kann ich nicht mal entscheiden? Ich halte es nicht aus. Landen Sie bald mal. Ah, wusste ich doch. Wow. Och. Die kann einen echt nerven. Komm her. Komm her, du fette Kuh. Wie kann ein fettes etwas so schnell springen? Na also, jetzt kommt sie wieder. Ah! Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Wow, 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 wow. Ich halte es nicht aus. Ich halte im Kopf nicht aus. Komm her! So, jetzt kommst du wieder hierher. Ich halte nicht aus! Wow, wow, wow! Stirb doch! Du hast an meinen Schaden getötet. Stirb. Na also immerhin, jetzt haben wir sie bald. Die verbrennt ja gerade. Jetzt komm her. Oh. Ach, so ein Scheiß. Ich glaube, ich bin schon längst über der Zeit. Ich schneid mal. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Overlord 2 Blind. Im letzten Video haben wir die Nordberger Kommune aufgelöst, nachdem wir uns ewig mit einer dummen Elfenpriesterin rumgeärgert hatten, die wie bekloppt die ganze Zeit hin und her gesprungen ist. Hm? Was war das Schwarze da gerade eben? Komm her. Kommt her! Wohin latschen die eigentlich? Ach, die töten die Viecher. Nett. Jetzt kommt schon!
Euer Meister will, dass ihr Platz macht. Ihr dummen Kinder, ey. Ah, diese Nordberger, echt mal. Oh, ich bekomme gerade einen Anruf. Bis zum nächsten Mal. So, Leute, Entschuldigung, dass ich beim letzten Mal so abrupt aufgehört habe. Aber, naja, wie gesagt, ich habe einen Anruf bekommen. Und die sind immer noch zu dumm, um das Spot... Aus dem Weg! Hey, die Scheren könnten auch mal etwas nachdenken. Wow, wie cool aussehe. Er hat sich schon wieder auf den Fuß gestellt. Das bedeutet ein hübsches, weiches Blutbad. Gut, sollen wir jetzt noch Nordbeck unterwerfen? Ich verbrauche erstmal den Turbokatalysator. Ja, auf was? Auf Schergenzauber? Dadurch würde ich vielleicht stärkere Schergen bekommen. Oder auf Nimbuszauber? Damit verstärke ich ja all meine Schergen und ich kann eine Schockwelle machen. Ach, das war wieder Kaspersky, wenn ihr es gehört habt. Oh, ich sollte vielleicht näher an den Monitor hin, an die Boxen, um genau zu sein. Ich wünschte hier echt, ich hätte eine Soundkarte, aber naja. Machen wir es halt so. Mach schon. Komm schon, bitte. Bitte. Danke. Busch. Sieht cool aus, gell? Ja. Nein, er ist schon da. Wahaha. Lustig. Also komm, mein Overlord verbrennt an Feuerbarrieren, aber wenn er über flüssige Lava geht, dann kratzt ihn das noch nicht mal. Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Naja. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Schon besser. Ja, pff. Kannst du mich mal. Ich bin hier der Meister und nicht du. Seid ihr bereit? Ja, bin ich. Ein weiterer Balken für, und denk daran, ein gutes Sklave ist. Ja, das ging irgendwie zu schnell. Scherge. Haltet die Ausschau nach Katalysatoren, Herr. Diese großen Artefakte gehen irgendwie ständig verloren. Alle Schergen stärken oder nur einen Schergen stärken? Und rein bumsen. Nehmen wir erstmal den Bums-Zauber. Ja. Lass das Blutbad beginnen. Wahaha, ja. Und mein Overlord sieht cool aus. Unser Overlord. Kann man auch sagen. Egal. Hatte ich auch nicht vor. Ja. So. Da ich beim letzten Mal so abrupt geschnitten habe, weiß ich jetzt nicht, wie lang das da war. Deswegen mache ich hier wieder einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.